Hallo und herzlich willkommen bei Kettner Edelmetalle. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Ich bin dankbar, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben zum Breaking News der Finanzwelt. Ich bin der Chefökonom von Kettner Edelmetalle und heute sprechen wir über das Thema, warum du jetzt schnell in Sachwerte investieren solltest. Die Regierung macht, was sie will, liebe Zuschauer. Warum Sie jetzt auf Ihr hart verdientes Geld achten sollten, das erfahren Sie jetzt in diesem Video. Wir sprechen über die aktuellen wirtschaftlichen und natürlich auch politischen Situationen weltweit. Wir haben einige brisante Nachrichten für Sie heute vorbereitet. Und natürlich geht es derzeit auch um das Thema, die Reddit-Trader treiben die Silberkurse nach oben. Ganz spannendes Thema, unbedingt dranbleiben. Es wird richtig, richtig interessant. Zuerst aber schauen wir uns an, was ist die aktuelle Lage in der Welt? Ja, uns ist das Ding entglitten, das sagt Kanzlerin Merkel und fordert laut Medienberichten nun viel schärfere Maßnahmen wegen Corona, als hätten wir nicht schon genug harte Maßnahmen, kommt vielleicht jetzt noch eine nächste Bandage obendrauf. Also, es geht weiter mit dem ganzen Wahnsinn. Es geht weiter mit der ganzen Geschichte. Wer weiß, wo uns das alles hinführt. Fakt ist aber auch, es gibt auch positive Nachrichten von Wladimir Putin. Denn Wladimir Putin hat gesagt und möchte einen ehrlichen Dialog mit Europa aufgreifen und führen, um eben diese angespannten Beziehungen, die derzeit einfach herrschen, zu verbessern. Na, das ist doch immer was Schönes. Zitat von Wladimir Putin: Liebe muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Ja, da gebe ich ihm Wladimir Putin recht. Genauso muss es sein. Liebe Zuschauer, mitten in der besten Winterzeit, mitten da in einem der besten Winter, die wir jemals hatten, sind nun leider die Lifte zu. Das muss ich heute auch noch mit reinbringen in die Breaking News. Da ich ja als Österreicher natürlich sehr gern Skifahre, kann ich leider derzeit nicht Skifahren. Es ist ganz, ganz schwierig. Corona-bedingt wird jetzt eben einfach alles dicht gemacht. Und das ist natürlich eine hochbrisante Situation, denn die Touristen bleiben auch aus. Und wenn wir natürlich in einem Tourismusland wie in Österreich die Touristen nicht mehr haben, wird das auch nachhaltig sich nicht mehr erholen, das Ganze. Also von dem her, spannende Lage, wie es hier weitergeht. Ich hoffe allerdings, dass wir bald wieder Skifahren dürfen. So, weiter geht's aber mit Wladimir Putin. Denn Wladimir Putin äußerte sich auch über die Proteste, über die wahren Gründe der Proteste, die derzeit stattfinden, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder natürlich auch die gelbwesten Proteste, über die mittlerweile ja gar keiner mehr spricht. Aber die Unzufriedenheit der Menschen, besonders der Millennial-Generation, also meiner Generation, die einfach jetzt vor riesen realen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Problemen stehen, die sind derzeit auf den Straßen. Aber meine lieben Zuschauer, Proteste gibt es auch in den Finanzmärkten. Über das sprechen wir dann gleich, über die Reddit-Trader, die wirklich derzeit protestieren gegen das System Wall Street. Auch hier super spannend, unbedingt dranbleiben, über das sprechen wir gleich. So, weiter geht's hier natürlich mit Großbritannien. Großbritannien hat am Mittwoch wieder neue Maßnahmen zur Reduzierung der Ein- und Ausreise angekündigt. Also die Reiseverbote, die werden auch immer mehr realistischer. Es sind mittlerweile sogar die Grenzen mehr oder weniger dicht gemacht worden in Norwegen. Norwegen, das ja, EWR-Land, europäischer Wirtschaftsraum, die haben mehr oder weniger die Grenzen für Ausländer komplett dicht gemacht. Und wahrscheinlich, glaube ich sogar, kann das auch in anderen EWR-Ländern noch passieren. Kommen wir nun zur Finanz- und zur Wirtschaftswelt. Was ist hier passiert? Die deutsche Regierung rechnet damit, dass der Weg aus der Corona-bedingten Wirtschaftskrise schwieriger und länger sein wird. Was für ein Zufall. Grund dafür natürlich der Lockdown, der macht Konsum faul und natürlich die Menschen haben Angst vor Arbeitsverlust. Diese Angst wird auch weiterhin steigen, solange man die Menschen nicht mehr rauslässt. Und natürlich durch die Masken wird auch selbstverständlich der Konsum auch nicht viel besser werden, liebe Zuschauer. Aber kommen wir nun zum spannenden Thema, kommen wir nun zu den Reddit-Tradern, die derzeit den Silbermarkt nach oben pushen. Sie haben es ganz, ganz groß angekündigt. Bevor wir aber nun über diese Reddit-Trader sprechen, ich muss Ihnen erklären, was das ist. Ist eine Community auf Reddit, die nennt sich Wall Street Bets, ein Forum darin. Und hier gibt es eine riesen Community, die mehr oder weniger aufbegehrt gegen die Wall Street und mittlerweile leer verkaufte Aktien sucht. Das sind Aktien, wo ganz viele Short-Positionen drauf eröffnet wurden. Das bedeutet, auf fallende Kurse gesetzt wurden. Und das sind primär Hedgefonds investiert. Und diese Community sagt: Schluss damit, wir gehen gegen Wall Street vor und jetzt kaufen wir gemeinsam diese Aktien wieder hoch, damit ab irgendeinem Preis, wenn die Verluste so hoch sind von diesen Hedgefonds, alle gemeinsam zurückkaufen müssen. Und ja, es hat funktioniert. Die Aktie GameStop ist mittlerweile weltweit in den Medien. Ein Computerspiele, ja, Kette, ein Handel mit über 7.000 Mitarbeitern geht unbeschreiblicherweise von $18
auf über $340, also unglaubliche Bewegung. Und das Ganze innerhalb von nur 2 bis 3 Wochen, liebe Zuschauer. Da sieht man mal, was doch die kleinen Menschen da draußen auch anrichten können. Mittlerweile stehen diese Trader sogar schon auf der Liste der SEC, also der Security Exchange Commission. Und man schaut hier ganz genau hin, was hier gemacht wird. Und jetzt kommt der Oberhammer, denn nun sind diese Ready-Trader auf den Silbermarkt losgegangen und sagen, dass Silber bis auf $1,000 steigen kann und eines der meist manipuliertesten Märkte der Welt ist. Und ja, da kann ich zustimmen, Silber ist wirklich definitiv extrem manipuliert durch die COMEX, durch die Commodity Exchange, wo natürlich ganz, 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 ganz viele Leerverkaufspositionen auf den Papiersilberpreis eröffnet wurden, um einfach die Preise zu drücken. Das ist auch nichts Neues, das wissen wir alles. Aber jetzt kommt mehr oder weniger diese Community, die ja schon für Furore gesorgt hat im Internet und auch Furore bei Kursbewegungen und sagt jetzt, hey, lass uns den Silbermarkt aufkaufen, damit wir irgendwie das System stürzen. Also es ist schon unglaublich, dass hier die digitale Welt, diese Möglichkeiten, die es gibt, dass hier eine digitale Revolution stattfindet, ohne dass die Menschen auf die Straßen gehen, machen sie es halt so. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Mittlerweile auch das Gold-Silber-Ratio jetzt an diesem Tag, wo ich das drehe, ist mittlerweile sogar schon wieder unter 70 gefallen. Sie kennen ja von meinen Marktupdates die Marken, auf die Sie unbedingt schauen müssen. Schauen Sie auf die 27,50 im Silber. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir diese Marke auf Wochenbasis knacken können, dann sieht es sehr gut aus, dass Silber erneut wieder die Reise nach oben antreten kann. Aber schlussendlich richtig bestätigt sind wir erst wieder in den Edelmetallen, wenn wir Muttergold über $1,966 auf Wochenschlussbasis sehen. Dann kann man davon ausgehen, dass dieser Bullmarkt wieder richtig, richtig, richtig stark an Fahrt aufnimmt. Ja, das ist derzeit die Entwicklung, liebe Zuschauer. Ich glaube, es ist richtig, richtig brutal. Diese Ready-Trader haben wirklich für Furore gesorgt. Wer weiß, wie es hier weitergeht. Aber eines möchte ich am Ende auch noch hinzufügen, denn was ganz spannend ist, der CEO von der Nasdaq, also der New Yorker Technologiebörse, der hat mittlerweile schon gesagt, man sollte das Trading stoppen bei GameStop. Man sollte die Aktie vom Handel suspendieren, um einfach dann Positionen neu zu rekalibrieren. Und da muss ich schon sagen, das ist unglaublich. Wenn mal der kleine Mann verliert an der Börse, dann läuft alles weiter. Die anderen verdienen natürlich das Geld, die Großen, die Elite. Und wenn einmal jemand, so wie derzeit, die Kleinen das ganze Geld verdienen und die Großen bezahlen müssen, dann schaltet man die Börse ab, dann schaltet man in dem Fall GameStop, setzt man von Handel aus, damit man einfach ja rekalibrieren kann. Da muss ich schon sagen, verkehrte Welt. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich glaube nicht, dass es so weitergehen kann. Und deswegen muss ich schon sagen, ja, es muss eine Veränderung her. Und genau diese Veränderung, liebe Zuschauer, die wird stattfinden mit Silberpreisen über den $50. Ich habe schon gesagt, fürs Jahr 2021, im Jahresausblick für 2021 unbedingt anschauen. Da habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr die Silberkurse über $50 sehe. Und wer weiß, vielleicht ist gerade das jetzt die Nadel, die es braucht, um mehr oder weniger diese Rallye in den Edelmetallen loszutreten. Wir werden es sehen. Vergessen Sie nicht die Marken, auf die man achten muss. Man muss den Markt bestätigen lassen, seine Gedanken bestätigen lassen. Die technische Analyse muss bestätigt werden. Und dann geht es auf jeden Fall weiter nach oben. Es wird super spannend. Es hat mich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder dieses Breaking News der Finanzmärkte zu drehen. Es geht wirklich ja ordentlich zur Sache an den Märkten. Und dadurch bin natürlich ich derzeit ständig im Einsatz. Also, ich freue mich aufs nächste Mal. Vergessen Sie nicht, mein Marktupdate vom Mittwoch anzuschauen. Ihr Benjamin Deutsch für Kettner Edelmetalle.